Ein Zaun, oder besser das, was von ihm übrig ist. Die Wildbiologin Christine Miller wurde von Wanderern darauf aufmerksam gemacht. Offensichtlich alt und nutzlos zieht er sich durch den Bergwald über Garmisch-Partenkirchen. Hunderte Meter und noch immer kein Ende. Das entspricht bestimmt nicht der vorbildlichen Wirtschaftsweise, zu der der Besitzer, die Staatsforsten, per Gesetz gezwungen sind. Stellenweise ist der Zaun auch eingewachsen. Der liegt schon länger. Da passiert einfach sehr viel Tierleid. Große Tiere, kleine Tiere, da sterben die Küken von den Raufußhühnern, Rehe auch, Rotwild auch. Fotos aus dem Alpenraum, die alles erklären. Und deshalb sind ja Zäune, die keine Funktion erfüllen, verboten. Die müssen beseitigt werden. Nicht der erste Zaun, den Christine Miller im Namen ihres Vereins Wildes Bayern zur Anzeige bringt. Das Prozedere ist immer gleich. Die untere Naturschutzbehörde fordert die bayerischen Staatsforsten auf, den Zaun zu entfernen. Bei unserem Ortstermin mit dem Forstamtsleiter und Revierförster Irritation. Man hatte diesen Zaun hier völlig vergessen. Wie wollen wir das jetzt spiegeln? So wie es ausschaut, hätte der Zaun schon vor vielen Jahren beseitigt gehört. Das ist überhaupt keine Frage. Und ja, jetzt kam halt der Hinweis aus der Bevölkerung oder wie auch immer vom Beschwerdeführer. Und wir werden, sobald das betrieblich geht, auf jeden Fall noch in diesem Jahr den Zaun hier beseitigen. Das ist nicht in Ordnung. Ein langer Maschendrahtzaun, größtenteils gleich neben dem Steig, nur 200 Höhenmeter über dem Ort. Wie man den übersehen kann? Der Revierförster gilt als zuverlässig, stammt aus einer alten Försterfamilie. Früher hat der Förster halt Zeit gehabt und konnte einfach so durch den Wald gehen und nach dem Rechten sehen. Und heutzutage geht man dahin, wo man halt gerade arbeitet. Also, ob das Jungungspflege ist, ob das ein Hieb ist, Borkenkäferbekämpfung und so weiter und so fort. Vieles hat sich verändert mit der Gründung der Bayerischen Staatsforsten im Jahr 2005. Wo damals die Unterlagen über die früher zum Schutz von Jungholz oder Weiden massenhaft errichteten Zäune geblieben sind? Die sogenannte Zaunkartei hat Lücken. Allein die bekannten Zahlen erschreckend, wie in diesem Forstbetrieb. Wir hatten 2006 147 Kilometer Zaun noch gehabt. Jetzt haben wir praktisch 2018 haben wir noch 53 Kilometer Zaunlänge. Unterdessen hat der Verein Wildes Bayern mit der zweiten Vorsitzenden Christine Miller neue Hinweise auf weitere Problemzäune, die in den bayerischen Bergen stehen, hängen, liegen. In Schliersee, Berchtesgaden. Ihre Erfahrung, dass sie nach Anzeigen mitunter nachhaken muss, bis ein Zaun tatsächlich weggeschafft wird. So wie diese Abläufe gerade in den Staatsforsten momentan sind, dann müssen die sich das schon ein bisschen aus den Rippen schneiden. Die haben nicht locker Zeit und Ressourcen, jetzt hinter jeder Meldung herzurennen. Deshalb ihre Anfrage an Martin Neumeier, den Vorsitzenden der Bayerischen Staatsforsten, ob man das Zaunproblem nicht tatkräftiger angehen müsse. Keine Antwort seit August. Der Pressesprecher verweist auf die Zahlen. Wir sind 2005 gestartet mit 3,2 Millionen laufende Meter Zaun. Und seitdem haben wir 45% der gesamten Zaunlänge in ganz Bayern abgebaut. Aktuell stehen wir bei 1,8 Millionen laufende Meter Zäune. Sie sehen also, die Zaunlängen in ganz Bayern sind stark rückläufig. Eine gute Nachricht, der Zaun über Garmisch ist abgebaut. Ein alter Weidezaun, wie sich herausgestellt hat, etwa 520 Meter lang. Vier Mann haben ihn per Spezialseilbahn in einer Woche aus dem Wald geschafft. Das ist eine Sache ohne Ende. Aber wenn Sie sich wenigstens ernsthaft drum bemühen und allen Hinweisen nachgehen, dann finde ich, sind wir ja schon einen Schritt weiter. Und schon wieder ein Zaunverhau, wieder über Garmisch-Partenkirchen, diesmal am Stulben. Christine Miller hat ihn bereits dem Forstamt gemeldet.